angeführt von den Klängen der Marktmusikkapelle Micheldorf, ziehen Ehrengäste und die Teilnehmer hoch zu Pferd zur Feldmesse in den Freizeitpark. Seit dem Jahr 1932 findet im Abstand von 2 Jahren in Micheldorf der Georgeritt statt. Veranstaltet wird er von den eifrigen Mitgliedern des Georgeritt-Komitees. Besonders bemerkenswert ist die große Gruppe in historischer Aufmachung. Ritter Jörg und sein Hofstaat machen den Anfang, gefolgt von der Burgherrin mit ihren Hofdamen. Auch die Burgwache und die Jäger dürfen hier nicht fehlen. Der arme Gefangene in Ketten wird vom Scharfrichter streng bewacht. Diese Figuren entstammen den alten Überlieferungen. Auch die zweite Musikkapelle der Gemeinde Micheldorf, der Musikverein Altpernstein, unterstützt den Festzug mit flotter Marschmusik. Am diesjährigen Georgeritt nehmen auch einige Abordnungen der zahlreichen Pferde- und Reitvereine der Region teil. Bemerkenswert sind die vielen jungen Reiterinnen und Reiter, die trotz der diesmal unwirtlichen Witterung mit dabei sind. Erstes Etappenziel des Festzuges ist die Feldmesse im Micheldorfer Freizeitpark, die Pater Florian abhält. Ich freue mich, dass wir wieder so ein schönes, buntes Bild abgeben, vielleicht ein Bild dessen, wie schön auch die Welt sein kann, wie schön eigentlich ja, unsere Bräuche, unsere Traditionen doch in unserem Land verankert sind und dass wir doch diesen Georgeritt so durchführen können, wie wir ihn geplant haben. Nach der Feldmesse begeben sich die Teilnehmer auf den beschwerlichen Weg zur Kirche am Georgiberg. Im 12. Jahrhundert lebte auf der Ritterburg Altpernstein das fromme Geschlecht der Jörger. Eines Tages machte der Burgherr mit seinem ganzen Hofgesinde eine Wallfahrt auf den Georgiberg. Zu diesem Zeitpunkt wartete im Burgverlies von Altpernstein ein zum Tode Verurteilter auf seine Hinrichtung. Aber anlässlich dieser Wallfahrt begnadigte der Burgherr den Verurteilten und schenkte ihm das Leben und die Freiheit. Aufgrund dieser Sage wird im Abstand von 2 Jahren in Micheldorf regelmäßig der Georgeritt abgehalten. Ziel der Pferdewallfahrt ist die Kirche am 594 Meter hohen Georgiberg. Der steile Bergkegel war bereits im 2. Jahrtausend vor Christus besiedelt. Später dann auch von Kelten und Römern, wie es historische Funde belegen. Vor der Kirche erhalten die Pferde nach dem beschwerlichen Aufstieg geweihtes Brot. Pater Florian segnet dabei Pferd und Reiter. Ja, die Micheldorfer haben Glück. Erstens einmal, weil das Wetter doch allen Vorhersagen wiederum für die Reiter und für die Pferde gepasst hat. Nicht zu heiß, aber trotzdem ein wenig feucht. Und wir freuen uns und bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und wünschen Ihnen wirklich alles Gute. Denn das Pferd hat in Micheldorf einen sehr hohen Stellenrang. Und wir wünschen uns wieder beim nächsten Georgeritt viele Besucherinnen und Besucher. Die Pferdehaltung hat in den vergangenen Jahren wieder stark an Bedeutung gewonnen. Früher waren sie zur Arbeit eingesetzt. Jetzt sind sie ein beliebter Freizeitsport und ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.
Sogar die diesjährige Landesausstellung ist ihnen gewidmet. Wir freuen uns, im Jahr 2016 wird dem Pferd auch eine Landesausstellung gewidmet, den Stallbauer. Mensch und Pferd, eine sehr intensive Verbindung über die Jahrhunderte, man kann sagen über die Jahrtausende. Und wir wissen, dass das Pferd nicht nur eine Freizeit und eine Verantwortung mit sich hat, sondern sehr einen großen Wirtschaftsfaktor in sich trägt. Ein Pferd macht in Oberösterreich 14.000 Euro Umsatz pro Jahr. Das heißt, viele Berufe, auch die Hufschmiede, kommen zu neuen Ehren. Und wir freuen uns, weil es endlich ein Teil der Geschichte, auch ein Teil der Zukunft des Landes sein soll.